Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mal wieder eine Buchrezension für euch. Das heißt, das zweite Buch dieses Jahres habe ich fertig gelesen, also Februar kann ich auch abhaken, habe ich schon gelesen und ich werde jetzt natürlich im Februar auch beginnen, das nächste Buch zu lesen, damit es im März dann fertig ist. Vielleicht kommt sogar das dann auch noch im Februar. Mal schauen. Im Moment lese ich auf jeden Fall wieder ziemlich viel und deshalb kann ich meinen Vorsatz gerade richtig gut einhalten. Jedenfalls geht es heute um das Buch Eden Academy. Du kannst dich nicht verstecken. Das Cover sieht so aus. Ja, als erstes kommen wieder ein paar Fakten. Wenn ich runterschaue, weil ich habe mir diese Fakten da aufgeschrieben. Also, der Titel ist wie gesagt Eden Academy. Du kannst dich nicht verstecken. Die Autorin ist Lauren Miller. Ich habe von ihr noch nichts vorher gelesen. Also, das war das erste Buch von ihr. Der Verlag ist der Ravensburger Verlag. Es ist ein Taschenbuch. Das Buch kostet in Deutschland 9,99 und in Österreich 10,30. Es hat 508 Seiten. Die ISBN-Nummer mit den Fakten auch werde ich in der Infobox hinschreiben, weil sozusagen so diese ISBN-Nummer zu sagen ist ein bisschen unnötig, finde ich. Ja, das Genre ist eine Dystopie und es gehört zur Jugendliteratur, also die Zielgruppe sind auch Jugendliche. Ja, ich bin zwar jetzt kein Jugendlicher mehr, aber ich finde es ist nicht schlimm, dass ich das jetzt auch lese. Also solche Bücher interessieren mich einfach auch. Genau. Und es hat bekommt von mir 4 von 5 Sternen. Und darauf gehe ich dann gleich nochmal genauer ein. Jetzt lese ich euch mal vor, was hinten drauf steht. Und zwar: Sie beobachten jeden deiner Schritte. Sie wissen, wovon du träumst. Sie kennen dein Geheimnis. Rory kann ihr Glück kaum fassen. Sie hat eine Zusage von der berühmten Eden Academy. Doch schon ihre ersten Tage an dem Elite-Internat werden von merkwürdigen Zwischenfällen überschattet. Rory wird das Gefühl nicht los, dass sie jemand verfolgt. Und dann ist da noch der rätselhafte North, der ihr nicht aus dem Kopf geht und der eindeutig mehr weiß, als er zugeben will. Ja, ich finde das, also mich hat das sofort gepackt, was hinten steht. Und deshalb musste ich mir das kaufen. Also es geht eben um Rory, die eben auf der Eden Academy aufgenommen wird. Und was ganz wesentlich ist in diesem Buch, es geht vor allem auch um Technologie. Es spielt in der Zukunft nämlich. Ich glaube so, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Jahr, aber so 10, 20 Jahre nach unserer Zeit. Und da ist die Technologie halt auf einem neuen Level. Und da gibt es diese App Lux. Und die entscheidet eigentlich alles für die Menschen. Also sie sagt so, ja, wenn man einkaufen geht, sagt sie, was man zum Beispiel für Klamotten anziehen soll oder man kann mit dem bezahlen, man kann fragen, was man als nächstes lesen soll, man kann alles mit dieser App machen. Man fragt die halt immer und die antwortet einem. Oder auch sie sagt einem selber dann auch so, nein, du solltest nicht dahin jetzt gehen, du solltest eher dorthin gehen. Also die hat wirklich einen wichtigen Punkt in diesem Buch. Also die ist richtig, richtig wichtig. Und das habe ich aber am Anfang nicht geglaubt. Wurde das nicht gut erklärt und ich habe mir gedacht, so, ich verstehe überhaupt nicht, was das jetzt mit dieser App soll. Und ich glaube aber auch nicht, dass die irgendwie einen größeren Sinn jetzt hat in diesem Buch. Und deshalb ist es ja egal, dass ich es jetzt sozusagen nicht ganz verstehe. Aber je mehr man liest, wird die App auch klarer und verständlicher und auch wichtiger. Also es geht extrem viel über diese App. Und es geht halt um Rory, die eben so auf die Eden Academy aufgenommen wurde. Und ihre Mutter war auch dort. Und sie hat aber ihre Mutter nie kennengelernt, da sie bei der Geburt leider gestorben ist. Wird zumindest gesagt. Also ob das jetzt stimmt oder nicht, bleibt im Raum stehen. Alles, was ich jetzt sage, kann sein, dass es auch nicht stimmt, weil es im Nachhinein dann wieder geändert wird. Also es ist sehr verwirrend teilweise, das Buch, aber doch auch total verständlich. Also beides irgendwie.
Und ja, sie will auf jeden Fall herausfinden, was mit ihrer Mutter passiert ist, weil es geht um sozusagen um den Zweifel, das ist sozusagen eine Krankheit, wird zumindest von manchen so angesehen. Wenn man den Zweifel hört, dann ist man krank und muss eingewiesen werden oder so. Dann wird halt gerätselt, wer der Zweifel ist oder woher der kommt, ob das Gott ist oder ob das einfach eine Seite im Menschen drinnen ist oder ob das jetzt wirklich eine Krankheit ist. Und Rory hört halt diesen Zweifel. Und ist das schlimm? Aber sie sagt es halt auch fast niemandem. Und sie ist mit einer, also eine Zimmerkollegin hat sie und mit der kann sie sich eigentlich am Anfang überhaupt nicht verstehen, aber dann hilft sie ihr zum Lernen für eine Prüfung und dann sind sie halt befreundet und dann kommt aber heraus, dass diese Freundin eben etwas ganz Schlimmes gemacht hat, sie quasi verraten hat, aber in welchem Sinne verrate ich jetzt nicht und bei wem sie sozusagen also bei wem sie was gemacht hat, sage ich jetzt nicht. Und dann kommt halt ja auch noch heraus, dass ihr Vater gar nicht ihr richtiger Vater ist zum Beispiel, aber der hat das eigentlich die ganze Zeit gewusst, hat sie aber nicht gesagt. Und es kommen halt ganz viele verschiedene Sachen vor. Und auch die Grippeimpfung ist ein richtig großes Thema, weil durch diese Grippeimpfung wird etwas in den Menschen reingeimpft sozusagen, was nicht drinnen sein soll. Und Rory hat diese Impfung vergessen zu machen und deshalb ist sie nicht davon betroffen. Aber was das alles jetzt, wie das alles zusammenhängt und wie das eigentlich so, es geht nämlich darum, sozusagen die Welt zu retten, die Menschheit. Um das geht es ja oft in Büchern. Aber es ist hier auf eine ganz andere Art und Weise mal dargestellt und ich habe es in diesem Sinne noch nie so ein Buch gelesen und ich fand es einfach richtig, richtig gut und ja, ich kann euch es nur empfehlen zu lesen. Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben ein paar Themen, um die es geht. Also es geht um Leben und Tod, um Familie, Liebe, wie gesagt, Technologie, Wahrheit und Lüge, um Ausbildung und auch um Geheimbünde. Ich habe ja gesagt, ich gebe dem Buch 4 von 5 Sternen. Das heißt, es gibt auch was Negatives von mir zu diesem Buch. Also, bis die Story richtig beginnt, dauert das, finde ich, ziemlich lange. Also, es liest sich am Anfang eher schwerer, weil, ja, es muss halt alles logischerweise erklärt werden und so. Aber sie hätten das auch ein bisschen spannender hinkriegen können, weil nachher dann ist es extrem spannend und richtig gut. Und das liest man sich dann auch richtig schnell. Und ja, es dauert halt ziemlich lange und es wird eben Lux als erstes ziemlich schwer erklärt. Und es liest sich halt daher langsam und das ist halt der eine negative Punkt für mich. Also was halt abzieht halt den einen Punkt oder den einen Stern. Und der Positiv habe ich halt noch dazu geschrieben. Eben sobald die richtige Story beginnt, ist es total spannend und liest sich schnell. Die Charaktere werden richtig gut beschrieben. Das ist auch ein Punkt, der gefällt mir richtig gut. Warte, ich muss kurz rumlaufen. Ja, so dass man sich die Charaktere sofort auch vorstellen kann und ein eigenes Bild machen kann. Und es sind wirklich die verschiedensten, unterschiedlichsten und extrem interessante Charaktere. Also auf die muss man mal kommen. Und ja, dann finde ich eben auch noch das Cover extrem ansprechend. Und da ist ja dieser Baum in der Mitte. Und der wird im Buch erklärt, warum der da oben ist. Also das Cover wird quasi auch noch ein bisschen erklärt in dem Buch. Also das finde ich auch richtig gut, dass das wirklich auch einen Zusammenhang hat und nicht einfach irgendein Cover ist und überhaupt keinen Zusammenhang mit der Geschichte hat. Ja, genau. Das war jetzt meine Rezension. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen. Bei Rezensionen, da rede ich immer so schnell. Ich hoffe, das hat nicht gestört. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch unbedingt in die Kommentare, ob ihr das Buch kennt. Und wie es euch gefällt und wenn ihr es nicht kennt, ob ihr es jetzt lesen würdet, das würde mich richtig interessieren.
Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst eure Kreativität freien Lauf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.